Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Wir haben fantastisches Wetter in Berlin. Ist ein bisschen windig, aber die Sonne scheint. Das macht mich schon mal sehr glücklich. Und ich fühle mich heute griechisch. Also Kalliorexi, Freunde. Ist das richtig? War das griechisch? Mahlzeit. So, wir machen heute griechisch. Und zwar machen wir was richtig Leckeres und eine Sache, nach der ihr schon ganz, ganz oft gefragt habt. Wir machen Metaxa-Soße und zwar meine Metaxa-Soße. Wir machen heute ein wunderschönes Gericht für, ich würde sagen, mindestens 8 Leute. Wir machen Metaxa-Granaten oder Yamas Metaxa-Granaten. Ordentlich Paprika gefüllt mit Hackfleisch in Metaxa-Soße. Super, super lecker und eigentlich relativ einfach. Und es geht heute um Dutch-Ofen, Freunde. Wer schon immer mit dem Gedanken gespielt hat, sich einen Dutch-Ofen anzuschaffen oder vielleicht auch mal wieder einen neuen oder ein Upgrade zu machen, der sollte heute auf jeden Fall auch dranbleiben, denn da gibt's was Geiles von der Spicebar. Also, lange Rede, gar keinen Sinn. Metaxa-Granaten. Wie das geht, was dazu braucht, zeig euch jetzt. Zack, Zutaten, Freunde, was brauchen wir für unsere Metaxa-Granaten? Eine ganze Menge auf den ersten Blick. Wir machen das aber wieder Step by Step, beziehungsweise ich zeige euch erstmal alles. Und dann machen wir erst die Soße und dann die Granaten und dann die Soße. So rum wird ein Schuh draus. Also, wir brauchen ein bisschen an Zutaten. Hier erstmal Paprikas. So viel wie reinpassen in den Dutch. In dem Fall 8 Paprikaschoten. Die habe ich jetzt schon mal entkernt und aufgeschnitten, damit das schon mal vorbereitet ist. Wir brauchen griechisches Olivenöl. Wir brauchen ein wenig Tomatenmark, das ist hier. Dann natürlich ein bisschen was für die Füllung. Dafür habe ich Schafskäse. Wir haben Rinderhackfleisch, Fleisch und der Koch. Und wir haben diese kleinen griechischen Nudelchen. Ihr könnt da natürlich nehmen, was ihr wollt, aber diese griechischen Nudeln schmecken sehr, sehr geil. Die sind schon mal vorgekocht. Das genaue Rezept von der ganzen Geschichte, wie immer, alles unten in der Infobox. Ne? Ihr müsst jetzt nicht mitschreiben. Wir brauchen natürlich Metaxa. Ich habe jetzt hier den 7-Sterne-Metaxa. Ist der gut oder schlecht? Könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ihr könnt dann natürlich aber auch nehmen, den er kriegt. Ne? Hier sind die Deckelchen von unseren Paprikaschoten. Hier geht es weiter mit 2 großen Zwiebeln, bisschen Rosmarin, ordentlich Champignons. Dann haben wir ein bisschen geriebenen Käse hier. Wir brauchen ein bisschen Tomaten passiert, bisschen Sahne, bisschen Gemüsebrühe, ungefähr 1 Liter. Dann brauchen wir hier 2 Eierchen noch und ein bisschen Knoblauch. Und das war eigentlich der ganze Spaß. Ne? Und wir brauchen einen Dutch-Ofen, wie eingänglich erwähnt. Geht es heute auch ein bisschen um Dutch-Ofen, denn ganz, ganz viele von euch schreiben mich andauernd an und fragen, Bobby, was soll ich mir denn für einen Dutch-Ofen kaufen? Und ich sage meistens, kauft euch einen 9er und kauft euch einen ohne Füße. Dutch-Öfen, ihr wisst das, Freunde, die gibt es mit oder ohne Füße. Ohne Füße macht tatsächlich am meisten Sinn, weil der ist am besten flexibel einsetzbar. Ihr könnt ihn auf den Grill stellen oder ins Feuer stellen für Feuer. Gibt es dann einfach nochmal so ein kleines Unterstand-Ding hier und dann geht das auch. Also mit dem Ding seid ihr flexibel und ich sage immer, kauft euch einen 9er Dutch-Ofen, denn das FT, also Feuertopf, in dem Fall von Petromax, steht immer für die Literzahl, die reinpasst. Also da passen 9 Liter rein. Jetzt könnte man sagen, der ist ein bisschen zu groß für eine 4-köpfige Familie. Nee, ein Dutch-Ofen kann nie zu groß sein. Und der 9er ist für mich genau der richtige Dutch-Ofen für alles. Ihr könnt da ein bisschen kleinere Portionen drin machen, ihr könnt da ein bisschen größere Portionen drin machen und ihr macht damit nichts verkehrt. Und Dutch-Ofen, Freunde, das war eben das Thema, das ich mit der Spicebar besprochen habe. Und die Spicebar hat jetzt ein Angebot rausgeknallt. Und zwar kriegt ihr aktuell bei der Spicebar einen FT9 Dutch-Ofen von Petromax plus 4 Gewürze. Und zwar rauchige Drecksau, Knorke, dann haben wir fermentierten Pfeffer und Yamas. Ja, zu einem unschlagbaren Preis von einem knappen Huni. Damit spart ihr 30 Euro knapp auf das ganze Angebot. Mit dem Gutscheincode Spicy030Barbecue natürlich. Ne? Also gerne mal auschecken. Link ist auch ganz oben in der Infobox. Wer einen Dutch-Ofen braucht, jetzt mal zuschlagen bei der Spicebar. Haben wir eigentlich alles abgearbeitet, oder? Noch ein Bierchen? Prost auf euch. Dann auch zu Yamas Granaten aus dem Dutch-Ofen. Schmeckt jedes Bier besser aus dem Barbecue-Glas. Werbung Ende. Los geht's. Damit dieses Dutch-Ofen-Set von der Spicebar auch wirklich Sinn macht, sind natürlich auch alle Gewürze, die wir heute brauchen, für mein Rezept hier auch mit drin. Wir nehmen heute Yamas und fermentierten Pfeffer. Das macht sich nämlich ganz gut. Die anderen beiden sind auch geil für alle Dutch-Ofen-Gerichte. Knorke, der Alleskönner sowieso. Und rauchige Drecksau. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Ich habe da auch geile Dutch-Ofen-Videos hier mal auf dem Link auschecken. Ne? Also, das jetzt erstmal weg. Und dann geht's los mit
bitte Granaten. Was brauchen wir für unsere Granaten? Natürlich erstmal die Granate himself, in dem Fall, wie gesagt, Paprikaschoten. Ich habe jetzt hier bunte, ihr könnt auch nur rote nehmen oder was euch schmeckt. Die habe ich schon mal ausgehöhlt und die Deckelchen abgeschnitten. Deckelchen nicht wegschmeißen, die brauchen wir für unsere Soße. Habe ich euch schon gezeigt, ne? Die werden dann noch verarbeitet. Des Weiteren kommt da rein Hackfleisch, Feta-Käse, die Nüdelchen, ein bisschen von der Zwiebel, zwei Eier, ein bisschen Olivenöl und ordentlich Jammers. Wir starten erstmal und brauchen ein bisschen Zwiebel, ne? Also Zwiebelchen, ich denke mal von den zwei Zwiebeln, die wir insgesamt brauchen, brauchen wir ungefähr eine halbe. Zack, die geht auch kurz in den Speedwing und wird mal kurz klein gemacht. Macht euch da keinen Stress, zwei, dreimal ziehen, dann ist die klein und die geht hier mit dazu. Alle drin. Ja, Zwiebeln sind drin. Jetzt Eierchen, ich probiere das jetzt wieder mal fehlerfrei, ohne Schale am besten. Ja, eins. Oh, die sind dünnschalig hier, Freunde. Zwei Eier mit rein. Zack. Jetzt noch ein Schluck gutes griechisches Olivenöl, Freunde. Zack. Dazu und ein bisschen vorwürzen schon mal. Jammers. Jetzt mal bitte Hashtag Jammers unten in die Kommentare. Ne? Wir fangen erstmal an. Das ist jetzt hier ein Kilo Hack. Also mindestens mit 2 Esslöffeln Jammers. Ja, ich sag mal 2,5. Schon mal zum Vorwürzen. Und das Ganze jetzt kneten. Dafür erstmal den guten Schafskäse ein bisschen vorbröseln. Oder erstmal den Koch. Lecker. Ein bisschen klein machen. So. Und dann alles durchkneten. Gebt euch ein bisschen Mühe damit. Liebe reinstecken. Guck mal. Mit Liebe kneten. Ne? Sieht schon schön aus. Jetzt mal kurz probieren. Na, ein Löffelchen noch. Ne? Also sagen wir 3,5 Löffelchen Jammers. Zack, da muss ordentlich Würze ran, damit ihr, ja, wir wollen ja Geschmack haben. Ne? Macht euch keine Gedanken wegen dem Salz. Ja, der Schafskäse ist schon salzig und alles in allem reicht da Jammers als Allrounder völlig aus. Also das nochmal verkneten. Richtig kompakt, Freunde. Was heißt denn kompakt auf Griechisch? Ich weiß nur noch dos huevos. Das waren die zwei Eier, das war italienisch. Das macht jetzt gar keinen Sinn, oder? So, nochmal probieren. So, jetzt ist geil. Jetzt einfach Paprika füllen. Also drückt euch die schön voll. Guckt da mal, was hier rein geht so, ne? Wir machen das mal. Ja, so ungefähr, ne? Alle Granaten einmal vollgestopft und ihr seht, ja, bleibt noch so eine Handvoll übrig. Macht euch noch 2 Biftekis draus oder sowas. Vielleicht hätte es für 10 Paprikas gereicht. Aber immer besser mehr haben als zu wenig, ne? Die sind jetzt voll, die erstmal weg und jetzt kümmern wir uns um die Metaxa-Soße. Ja, als allererstes starten wir damit, unser Topf mal ein bisschen Hitze zu geben, ne? Freunde, der ist jetzt auch nagelneu, der ist so, wie er gekommen ist. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist den einmal mit Heißwasser ordentlich abwaschen und abtrocknen. Die brauchen nicht mehr eingebrannt werden oder sowas, ja? Lasst euch da nichts erzählen. Einfach rufstellen, die benutzen das Ding so. Die Patina entwickelt sich durchs Benutzen, also einfach ordentlich benutzen. Ihr solltet jetzt am Anfang laut Hersteller nicht mit säurehaltigen Lebensmittel so groß rangehen, aber am Ende, Freunde, das ist ein Topf, der wird benutzt. Also Hitze ziehen lassen und Zwiebeln schneiden. Und da sind wir natürlich jetzt auch wieder beim Speedwing. Wir machen uns die Zwiebeln richtig, richtig klein, Freunde. Also fangt da schon mal an, hier ein bisschen Platz zu schaffen. Ja. Dann geht der Rest dazu an Zwiebeln. Zack, das kriegen wir ja alle rein. 1,5 große Gemüsezwiebeln und Knoblauch, Freunde. 2 große Knöllchen Knoblauch. Klein machen. Zack, oh, kick mal. Alle schön, schön klein. Rinn hier in den Topf und dann kümmern wir uns auch um die Vorbereitung von dem kleinen Rest. Also als nächstes die Champignons, die machen wir mit den Zwiebeln zusammen, deswegen können wir die nämlich auch schon mal klein ziehen. Also macht da mal, ne? Huch, nichts Grünes dazu. Auch mit durch. Und da müsst ihr jetzt keine Creme draus machen, ne? Die macht euch, ihr zerlegt euch die einfach ein bisschen schön. Ja, erste Runde und nächste Runde. So, ja, wenn einer noch ein bisschen größer ist, ist das gar kein Problem. Ja, das bleibt auch noch eine Weile im Topf, ne? So, das jetzt ran, also an die Flamme quasi. Da geht jetzt ein bisschen Olivenöl in den Topf. Zack. Ja, ein bisschen Hitze nehmen lassen. Und dann braten wir unsere Zwiebel-Champignon-Masse einfach mal ein bisschen an. Also, Rinder. Sehr schön. Mitnehmen und in Bewegung halten, Freunde. So, während das Ganze jetzt ein bisschen Fahrt annimmt, machen wir noch den Paprika klein. Ja, und hier auch wieder das gleiche Spiel, Speedwing. Und alles darin, ne? Macht euch hier keinen großen Stress. Speedwing regelt. Ja, hier. Also auch nichts Aufregendes, ne? Zack, so. Also haben wir eigentlich jetzt alle kleine Schnitten, was wir klein schneiden wollten. Das macht mich sehr glücklich. Na komm, alles mitnehmen. Und das simmern wir uns jetzt nach und nach erstmal schön im Topf an.
Das läuft jetzt ungefähr so. Unsere Zwiebel-Champignon-Masse kriegt leichte braune Spitzen. Die schiebt ihr euch jetzt ein bisschen zur Seite hier. Zack. Und da geht jetzt erstmal schon die Paprika dazu. Und nimmt auch ein bisschen Hitze an. Ah, richtig, richtig schön. Bei der Methode habt ihr den großen Vorteil, ihr braucht das am Ende nicht mehr pürieren. Das wird eine richtig geile Metaxa-Soße. Seid gespannt. Und ein paar Minuten später, wenn unsere ganze Masse jetzt sich ordentlich schön verbunden hat und ein bisschen Temperatur aufgebaut hat, dann kommt Tomatenmark dazu. Das heißt, alles wieder zur Seite. Zack. Und dann würde ich sagen, so ja, 3-4 Esslöffel. Also ordentlich Tomatenmark. Ja? Zack. Oh, heiß. Kurz anrösten und auch zusammenrühren. Ja, wunderschön. So, das hier, Freunde, ist jetzt die perfekte Grundlage für die beste Metaxa-Soße eures Lebens. Tatsächlich. Fehlt aber noch Metaxa, ne? Jetzt würde ich sagen, bei der Masse, normalerweise sagt man so 100, 200 Milliliter, also macht mal ordentlich, ne? Da geht schon ein bisschen Metaxa rein und dann aufpassen, gucken. Einmal kurz flambieren die ganze Kiste, brennt euch nicht ab. Und dann lassen wir das mal ganz kurz 2 Minuten köcheln. Oh, ja, Mann! Oh Mann, geht hier ein Wind durch. Ich hoffe, das klappt mit dem Ton heute. Das war ordentlich Metaxa, Freunde. Ne? Wenn Kinder dabei sind oder anfällige Personen, dann lasst ihr die Metaxa-Geschichte wahrscheinlich einfach weg. Ihr könnt jetzt mehr Gemüsebrühe nehmen, dann habt ihr halt trotzdem noch eine schöne griechische Soße. Die ist dann aber nicht mehr Metaxa. Ne? So, jetzt schon mal ein bisschen vorwürzen. Und zwar, habe ich gesagt, fermentierter Pfeffer. Freunde, und das Zeug, also wer das Zeug nicht kennt, der hat wirklich was verpasst. Tatsächlich kann man diese wunderschönen kleinen Körnerchen mit der leichten Salzgrundlage auch so essen. Die kann man sich abends mal vorm Fernseher reinsnacken. Davon geht ungefähr, ich würde sagen, ein Esslöffel mit dazu. Macht euch keine Sorge. Das kann man einfach so essen. Unser Grünzeug wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Rosmarin, einfach kurz vorher abklicken. Dann kommen die ätherischen Öle besser raus. Und das geht einfach mit dazu. Ihr könnt euch dann am Ende wieder rauspflücken. Ne? Also da müsst ihr jetzt durch. Dann muss man sie ein bisschen aus der Soße wieder rausnehmen. Und auch noch mal kurz eingerührt hier. Und jetzt natürlich, was wäre Griechenland ohne Yamas? Zack. Also Yamas auch hier mit rein. Ich würde sagen, hier fangen wir auch mal an, so mit 3 guten Esslöffeln. Ja, wir wollen ja Geschmack daran kriegen an die ganze Hütte. Zack. Oh, und alles schön miteinander verbinden lassen. Was hier schon für ein Geruch rauskommt, das ist Wahnsinn. Wirklich, die perfekte Grundlage. So, und um die ersten Schritte abzuschließen, fehlt jetzt eigentlich nur noch die kleine Gemüsebrühe und ein ordentliches Glas Tomaten. Ne? Alle Tomaten schmecken besser aus nur einem Barbecue-Glas. So, das kommt auch noch mit dazu. Und dann ist die Metaxa-Soße eigentlich auch schon fast fertig. Ich habe vorhin vergessen, Butter brauchen wir noch. Die kommt aber ganz zum Schluss rein mit der Sahne zusammen. Und dann ist er eigentlich durch. Na, huch, nicht rausfallen hier. So, das nochmal schön einrühren. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Probegeschmack ziehen. Also einmal kurz. Das ist schon sehr, sehr geil. Wenn euch noch was fehlt, macht doch noch ein bisschen Yamas ran. Aber eigentlich sind wir gut. Und was jetzt noch fehlt, Freunde, sind unsere Granaten. Ne, die kommen jetzt auch endlich wieder zurück in ihr Bettchen quasi. Also jetzt müssen wir mal ein bisschen arbeiten hier. Die stellen wir uns jetzt hier schön nebeneinander rein, so wie es passt. Und ihr werdet sehen, die Soße sollte ausreichen, um sich dann schön hochzudrücken hier. Und komm, erstmal alle hinstellen. Steh. Gegner. Ja, Prinzip Verdrängung funktioniert. Das hat also genau gepasst. Die sollen alle schön bis Oberkante Unterlippe in der Soße stehen quasi. Und jetzt in der Mitte die Brenner ausgemacht, außen an, indirekte Hitze, ungefähr 200 Grad fahren das ganze Ding. Deckel rauf. Zack. Und jetzt geben wir den mal, also bestimmt eine Stunde. Wir schauen. Bis später. Huch. Zack, Zeitsprung, Freunde. 60 Minuten später. Es duftet hier fantastisch. Der Himmel ist blau wie in Griechenland. Fehlt nur noch ein bisschen Strand. Na, wir gucken mal rein jetzt hier. Boah. Unsere Granaten sollten fertig sein. Das sieht hervorragend aus, Freunde. So, Deckel bleibt jetzt ab und wir kümmern uns um den Käse. Ja, habe ich gesagt, hier, ich habe hier so ein Mozzarella-Cheddar-Mix. Ihr könnt da nehmen, was ihr wollt. Und jetzt kriegt jede Granate noch ein kleines Käsehäubchen. Einfach ruf. Ah, macht das mal. Über ein kleines Deckelchen drauf, ne? Ist jetzt optional. Könnt ihr machen, müsst ihr natürlich nicht. Nochmal Deckel zu. Ich würde sagen 10 Minuten und dann geht's schon weiter. Soße finishen und essen. Ah, komm ran hier. Ich muss fertig werden hier. Ich hab Hunger. Oh, so sieht das aus. Freunde, die kommen jetzt raus. Und dann machen wir die Soße. Ah, guck mal. So, Granaten sind draußen. Wir haben hier eine wunderschöne, dicke Soße. Und da kommt jetzt noch unsere Sahne mit rein. Normalerweise, Freunde, wenn ihr jetzt nur die Metaxa-Soße macht, dann könnt ihr da auch noch ein großes Stück Butter mit reinwerfen. Hier war jetzt so viel Fett drin, was aus dem Fleisch gekommen ist. Super, super lecker. Hier können wir uns die Butter, glaube ich, sparen. Oh Gott.
Macht bitte ein Kreuz im Kalender. Ich habe gesagt, Butter sparen. Also Sahne einrühren, nochmal ganz kurz aufkochen lassen und dann wird angerichtet und gegessen, Freunde. Guck mal, Yamas, Freunde, das ist mein Tellerbild, oder? Wunderschön, Yamas Metaxa Granaten. Oh, und das duftet hier, Freunde, aber ich muss auch schnell essen. Das schöne Bild jetzt hier zerstören. Gucken erstmal hier kurz rein. Ah, ist jetzt natürlich danach nicht mehr ganz so schick, ne? Oh, zack. Alles schön durch. Hier, Paprika ist weich. Na komm, ruf auf den Lolli hier. Ein paar Nudeln unten dazu, ne? Sättigungsbeilage und so. Mit der Metaxa-Soße. Ist nur eins. Ja, und ihr habt gesehen, das ist ja eigentlich relativ easy gemacht, ne? Nehmt euch anderthalb Stunden Zeit und ihr habt hier lecker Essen für 8 und noch Soße übrig. Zum Mitnehmen quasi. Oh, das ist wirklich super lecker. Kann man so machen. Yamas Metaxa Granaten. Freunde, wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, und dann macht das nach. Ballert Kommentare über, Like oder Abo, würde mich freuen. Facebook ballern, Instagram ballern, unseren Shop auschecken, ihr wisst Bescheid. Gerne mal bei der Spicebar vorbeischauen, wenn ihr Bock habt auf so ein Dutch-Ofen-Set, ne? Das lohnt sich wirklich. Und wer noch keinen neuen Dutch-Ofen hat, der sollte sich jetzt einen besorgen. Also, Yamas Granaten sind da. Wir lassen uns jetzt schmecken, ne? Yamas Granaten gehen klar. Das war Bobby Nudeln und Barbecue, ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill. Oh, wirklich geil.